Dann mache ich meine Haare. Oder Leute, erst schminken. Oder erst, wie, ich habe 4 Minuten. Ach so, oh, ich küsse doch dein Herz. Erst schminken oder erst Haare machen? Was meint ihr? Oh ja, gerne. Aber ich habe gerade gelesen, also ich habe gestern nachgelesen, man soll es als Schwangere oder Stillende lieber nicht benutzen, weil es keine Studien dazu gibt. Es hat wohl keine Hormone und so. Und deshalb muss ich mir noch überlegen, ob ich das machen soll, weil ich will jetzt auch nicht nur wegen dem Wimpernserum die Gesundheit von meiner Tochter aufs Spiel setzen, wisst ihr? Also wenn ihr dazu mehr wisst, dann sagt gerne Bescheid zum Stillen und okay, Leute, ich fange jetzt ein bisschen an mit meinem Make-up. Oder warte, es tat nicht so krass weh, aber so drauf zu liegen tat schon ein bisschen weh. Ich bin in gar keiner Woche mehr, Leute. Ich habe schon entbunden. Okay, was sagt das Ergebnis? Schminken zuerst, yay, okay, weil darauf habe ich gerade nämlich mehr Lust als auf meine Haare. Boah, ich wünschte, ich hätte gestern Trockenshampoo geholt, als ich bei DM war. So, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr eure Nachrichten beantworten, wenn ihr Bock habt, also... Jetzt habe ich meine Augenbrauen erstmal geschafft. So. Wann willst du mit Beikost anfangen? Ich denke mit 6 Monaten, aber es gibt ja diese Beikost, wie heißt das, Anzeichen, wisst ihr, dass dieser Zungenstoßreflex weg ist, dass die Babys so einigermaßen selber sitzen können und sowas alles. Und darauf würde ich halt schon achten, dass die halt alle erfüllt sind, bevor ich hier mit Beikost anfange. Okay, Leute, ich muss jetzt, glaube ich, zu meinem Bruder gehen und die beiden fragen. Das Tattoo am Rücken tat nicht so weh. Also, ich fand das sogar ganz angenehm. Ich fand, hier hat es am meisten wehgetan tatsächlich. Also mehr als hier und als am Rücken. So, Leute, jetzt noch schnell hier, weil ich muss das setten, bevor ich jetzt rübergehe, weil es muss direkt gesettet werden alles. Und dann gehe ich zu meinem Bruder und nerve ihn. So, wo ist das Ding? Mein Bruder hat ganz... Der hat gar nicht so richtig auf die Schwangerschaft reagiert. Er hat die ganze Zeit Witze darüber gemacht. Aber er hat jetzt nicht so seine Meinung dazu gesagt oder so. Oh, die Kleine ist übrigens eingeschlafen, Leute. Das ist sehr gut. Hoffentlich schläft sie durch, bis ich fertig bin. So, okay, Freunde. Ich gehe jetzt kurz rüber. Meine Familie hat eigentlich, also meine komplette Familie hat gut reagiert. Also alle Onkels, Tanten, Omas, Opas haben gut reagiert.